Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid zu Create Tutorials für Anfänger. Natürlich nicht für Anfänger bei Minecraft, sondern nur bei der Create Mod. Heute möchte ich euch den Fahrstuhl erklären. Hier habe ich mich falsch geklickt. Mein Gott. Also, heute soll es um den Fahrstuhl gehen. Was ist ein Fahrstuhl? In der Create Mod konnte man schon länger Fahrstühle bauen mit Seilrollen und Co. Aber da hat sich in dem Update 051 was getan. Und das möchte ich euch heute zeigen. Denn ich habe mal geschaut und ich habe nicht ein deutsches vernünftiges Tutorial hierfür gefunden. Also, wir haben hier oben die Aufzugseilrolle. Also die Aufzugseilrolle. Ich habe hier schon mal einen gebaut, um es euch zu zeigen. Der steckt aktuell da unten. Und hier seht ihr den Redstone-Kontakt, also den Aufzug-Kontakt, den wir dann noch brauchen. Wie das Ganze genau funktioniert, erzähle ich euch gleich, beziehungsweise wir werden zusammen fix einbauen. Aber diese Redstone-Kontakte, die geben nicht nur ein Signal aus, sondern die empfangen auch eins. Wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, da fängt die Seilrolle an, sich zu drehen und da kommt der Fahrstuhl auch schon angerauscht. Wir können die Fahrstuhl-Rauf- und Runterfahrgeschwindigkeit mit der Drehzahl, da kommen wir dann gleich zu, variieren. Hier haben wir unsere Vorrichtungssteuerung. Mit dem Mausrad können wir durch die Geschosse scrollen. Wir fahren jetzt einmal runter in den Keller. Vorher hatten Create-Mod-Aufzüge immer das Problem, dass man immer mit dem Kopf gegen die Decke geknallt ist. Also das haben sie mittlerweile gefixt, das geht nicht mehr. So, und jetzt sind wir hier unten im Keller. Shake, shake ab. Redstone, cool. So, wie ihr so einen Aufzug natürlich gestaltet und dekoriert, ist völlig euch überlassen. Heute soll es nur um die Funktion gehen. Fahren wir dazu wieder hinauf. Die Türen, die ihr hier seht, sobald er jetzt gleich an seiner Endstation sozusagen angekommen ist, öffnen die sich automatisch, wie bei den Zugtüren. Ja, soweit, so schick. Hier die Aufzugseilrolle. Die verbrauchen allerdings tatsächlich Stress Units. Diese hier aktuell verbraucht 512 Stress Units, weil ich hier über den Kreativmotor 128 Umdrehungen reinlaufen lasse. So eine Aufzugseilrolle verbraucht 4 Stress Units pro Umdrehung. 512, 128, macht Sinn, oder? Aber wie funktioniert denn das Ganze? Ich habe hier mal eine kleine Kiste vorbereitet. Einmal die Energiequelle, dann natürlich die Aufzugseilrolle. Hier steht es auch schon. Vierfach Umdrehung pro Minute. Die Vorrichtungssteuerung brauchen wir. Ich nehme jetzt einfach mal Messingrahmen und Metallträger, um die Kabine zu bauen. Einen Knopf, einen Superkleber und ich habe natürlich den Redstone-Kontakt vergessen. Da ist er. Den brauchen wir nämlich auch noch. Also. Dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ihr seht schon, mir ist nämlich hier vorhin ein Fehler passiert. Das machen wir wieder weg. Dann setzen wir hier hinten einfach mal den Redstone-Kontakt rein. Der tut dir bis jetzt noch nichts. Wir setzen einen daneben, beziehungsweise gegenüber, weil wir dem hier dann gleich sagen wollen, dass wir hier im Erdgeschoss, beziehungsweise oben sind. Jetzt setzen wir hier drei Metallträger hin, damit wir eine kleine, feine, süße Konstruktion haben. Obendrauf noch schnell ein Messingrahmen, weil wir sozusagen ein Dach brauchen. Dann nehmen wir uns unsere Vorrichtungssteuerung. Ich setze sie jetzt einfach mal hier oben drauf auf den Redstone-Kontakt. Das kann man durchaus machen, das stört nicht. Und wir setzen oben mit einem Block Abstand, damit man es besser sieht, die Aufzugseilrolle drauf. Die Seilrolle, wenn ihr sie einfach so setzt, lässt sich immer, also wird sich immer quer zu euch, zu eurer Sicht setzen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ihr könnt nämlich mit dem Schraubenschlüssel oben drauf rechtsklicken und somit dieses gute Stück drehen. So, dann setzen wir den hier mal schnell rein. Hauen den einmal kurz auch auf 128 Umdrehungen, damit das auch schön zum Sehen ist. Und nehmen den Block weg. Soweit, so gut. Jetzt haben wir hier unseren Aufzug stehen. Der Redstone-Kontakt hat sich noch nicht verändert, denn wir müssen ja auch noch der Aufzugseilrolle sagen, dass das hier der Aufzug ist.
Und unseren Knopf, den setzen wir mal schnell hier neben den Kontakt. Weil, wie gesagt, wie ihr hier drüben gesehen habt, die Redstone-Kontakte lassen sich nicht nur als Ausgabesignal benutzen, sondern die nehmen auch Signale dann an. Genau. Jetzt müssen wir die Aufzugsseilrolle rechts klicken, damit die Konstruktion sozusagen zusammengebaut wird. Aber das funktioniert jetzt noch nicht, weil wir haben es noch nicht komplett miteinander verklebt. Die ganzen Blöcke sitzen gerade einzeln aufeinander und nicht gemeinsam. Also überall Kleber dran und dasselbe Spiel nochmal. Zack. Jetzt seht ihr, jetzt ist es eine komplette Vorrichtung geworden. Soweit, so gut. Jetzt können wir hier hinten auch dem ehemaligen Redstone-Kontakt, der jetzt zu einem Aufzug-Kontakt wurde, mit einem Rechtsklick sein UI öffnen und hier die Etagenkennung reinsetzen. Ich mache es jetzt mal O für oben. Schreibt dahinter oben. Das ist also die Beschreibung, die ist optional, die müsst ihr nicht reinmachen. Irgendeine Etagenkennung brauche aber. Sei es 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, was weiß ich nicht was. Denkt euch was aus. Wir können auch, was ich gerade sagte bei dem anderen, einstellen, ob wir auf dieser Etage alle Türen öffnen oder die Nord-, Ost-, Süd-, Westseite oder alle Türen geschlossen halten. Es lässt sich hier dann alles einstellen. Gut. Und jetzt müssen wir das gute Stück noch runterfahren lassen. Aber dazu brauche ich darunter erst einmal einen Schacht. Also, bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Ich habe schnell einen Schacht unter dem Fahrstuhl ausgehoben, weil wir müssen ja auch noch den Redstone-Kontakt unten, da wo wir hinwollen, setzen. Ihr seht hier der Redstone-Kontakt, der hat sich schon zu einem Aufzugkontakt umwickelt oder umwandelt. Und wenn wir den Aufzugkontakt rechts klicken, dann können wir hier die Etagenkennung nämlich ändern. Ich mache jetzt hier mal wieder einen E draus und schreibe hier einfach mal oben rein. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Hauptsache, dass also die Etagenkennung, die muss drin sein. 1, 2, 3, 4, E, O, was auch immer ihr wollt. Etagenbeschreibung, ihr seht im Tooltip, optional. Was ich vorhin meinte wegen den Türen, wir können hier einstellen, ob wir nur die Nord-, Ost-, Süd-, Westseite Türen geschlossen halten oder ob wir alle Türen öffnen wollen. Aber ich lasse jetzt mal bei allen, weil ich gar keine Türen eingebaut habe, nur zum Zeigen. Ihr könnt da natürlich Türen einbauen, wie ihr lustig seid. Ihr könnt es größer, kleiner bauen. Auf jeden Fall beim Aufzugkontakt rechts klicken und dann kann das schon losgehen. So, jetzt flitzen wir hier einmal runter. Wir haben den Aufzugkontakt. Die müssen nämlich direkt untereinander sein, an der Seite. Also einmal nach unten. Und hier den Aufzugkontakt hin. Zack, ihr seht, der hat sich direkt zum Aufzugkontakt verwandelt. Wenn ich den hier hinsetze, passiert gar nichts. Da ist ein Redstone-Kontakt. Zack, Aufzugkontakt. Also, machen wir hier mal K wie Keller. Der Keller hier ist jetzt nicht so schön wie der Keller drüben, aber mein Gott, irgendwas ist halt immer. La la la, ich glaube, ich muss die Drehzahl höher stellen, weil sonst dauert das ja ewig. Das schneide ich raus. So, da sind wir auch schon wieder oben. Da der Schacht ziemlich tief ist, drehen wir hier auch mal wieder auf die 128 rauf. Und dann probieren wir es aus. E wie oben, K wie Keller und Rechtsklick. Und schwupps geht's abwärts. Und das in einem Affenzahn. Cool. Und wenn wir dann hier rausgehen, unsere Höhlentour beendet haben, können wir hier wieder rein, nach oben scrollen, rechtsklicken und schwupps geht's wieder hinauf. Und wie gesagt, falls der Fahrstuhl mal unten sein sollte, ihr ihn runtergeschickt habt und ihr aber euch denkt, ah, verdammt, eigentlich wollte ich den oben haben, einfach direkt wieder den Knopf drücken, dann geht er direkt wieder hinauf. Da ist er wieder. So, ihr habt gelernt, wie man einen Fahrstuhl baut. Mir hat Spaß gemacht.
Liken und abonnieren nicht vergessen. Kostenlos, damit ihr nichts mehr verpasst, die Glocke anmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.